Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Build Transport Fever. Wir haben uns beim letzten Mal so ein bisschen umgeguckt, wo wir hier Warenketten etablieren können und hatten hier unten ja schon so eine theoretische Plastiklinie geplant. Ich möchte aber anfangen, gut, wir müssen erstmal gucken, dass wir vielleicht einen zweiten Zug auf die Gleise kriegen, anfangen, indem wir hier eine Lebensmittellinie bekommen. Und zwar, dafür pausieren wir nochmal hier ganz kurz. Dafür müssen wir uns auf jeden Fall nochmal Geld leihen. Wir starten, indem wir uns hier unten einen Güterkopfbahnhof bauen. Der kann ja auch ruhig, ja, hier, mitten in der Stadt. Ist der Weg kurz, ne? Ja doch, komm, bauen wir hier hin. Schließen den mit einer Straße an. Ziehen hier die Gleise schon mal raus. Weil der muss ja dann auch wieder auf die Strecke mit aber da können wir ja auch hier ruhig die zweigleisige Personenstrecke nehmen. So. Ziehen wir auch hier das Gleis schon mal raus. Das wäre das eine. Dann brauchen wir hier auf jeden Fall noch eine LKW-Strecke runter. So, und jetzt müssen wir hier zusehen, dass wir wahrscheinlich, ja gut, hier bräuchten wir wahrscheinlich dann nochmal einen Güterbahn, einen Kopfgüterbahnhof, würde ich fast sagen. Noch einen Kopfgüterbahnhof, ein Gleis, den wir hier mit ranbauen. Ein Feld wird entfernt. Ne, ein Feld will ich dafür nicht entfernen. Ich will kein Feld dafür entfernen. So. Ach so, ja, okay. Haha. Okay. Ja, gut. Hilft ja aber nichts. Es wird wahrscheinlich sowieso ein Feld entfernt. Ich sehe es schon kommen. Das wird jetzt wieder eine sehr teure Angelegenheit, aber das würde ich gerne so machen. Und zwar hier den Güterbahnhof hin. Die Hauptstrecke verläuft dann. Die setze ich jetzt erstmal nur so sporadisch. Die läuft hier. Ja, dieses Feld entfernen kostet so viel. Gut, dann müssen wir noch mal ein bisschen investieren. So. Ja, und dann geht die Strecke natürlich wieder da rein. Und wir müssen die hier so leicht darüber führen. So. Einmal daran. Hier haben wir die Güterstrecke, die jetzt dann so langsam auch hier rangehen muss. Machen wir einfach. Ja, machen wir hier, ne? So. Zack. So, dann haben wir die schon mal. Hier, das Ding können wir dann hier schon mal. Können wir hier vielleicht auch schon mal weiterziehen. Nur um dann nicht später Probleme zu bekommen. Okay, damit hätten wir das. Das heißt, wir setzen hier nochmal ein Bahndepot dran. Das müssen wir dann beim Ausbau der Strecke natürlich wieder zurücksetzen oder umbauen, sagen wir es mal so. So, jetzt brauchen wir eine LKW-Strecke, die hier rüber geht. Aber dafür würde ich ganz gerne eine Brücke darüber setzen. Einmal so.
Ja, so. Nee. Gleich ein bisschen weiter. Okay, nicht schön, aber selten. Automatisch bitte. Oh Gott. Naja, gut, das ist ja erstmal halb so wild, ne? Ich sehe schon diese Güterstrecke hier. Ich hoffe mal nicht, dass die wieder unseren erneuten Ruin nach sich zieht. Wir probieren das einfach. Hätten wir hier gleich. Okay. Wir lassen uns hier wieder ganz schön was kosten. So. Das hier gefällt mir nicht so richtig. Aber gut, wir lassen das erstmal. Wir lassen das erstmal so. Wir brauchen auf jeden Fall Güterstationen. Und zwar einmal hier. Einmal hier. Und zwar nur direkt hier vorne. Geht nicht, ne? Aber hier. So. So, und auch hier brauchen wir logischerweise wieder ein Depot. Das können wir hier mit dran setzen. So. Alles klar. Jetzt wird's lustig. Also. Neue Linie. Wir müssen von da nach da. Und zwar. Oh Gott, wie heißen die denn hier? Frauenstein-Zentrum. Wir machen Bauer Verlade. Machen wir es mal so. Bauer Verlade ist unsere Zugstrecke. Und die nächste Strecke ist entsprechend Verlade nach Lebensmittel. Ja, das heißt, wir nennen das Ding jetzt hier Verlade Lebensmittel. So. Gut, das wäre das. Wir brauchen Fahrzeuge, Straßenfahrzeuge, Pferdefuhrwerk. 1, 2, 3, 4, 5. So, das erste setzen wir schon mal. Achso, ist hier schon. Okay. Verlade Lebensmittel. Straße, die Strecke können wir schon mal antriggern. Wir brauchen unseren Zug. Und zwar mit dem Güterwagen. Und zwar haben wir hier Lebensmittel, Vieh, okay, ja, und hier wird Getreide transportiert. Und das Ding, okay, eins, nicht genug, okay. Jetzt ist nochmal was, so, zweimal Getreide, zweimal Vieh. Ich würde sagen, das reicht erstmal, oder? So, und zwar von Bauer nach Verlade. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das so hinhaut, wie wir uns das vorgestellt haben. Und vor allem, ob sich das Ganze auch rentiert. Das ist ja viel wichtiger. Das bleibt jetzt nochmal abzuwarten. So, wir gucken mal. Gut, die haben natürlich noch, da bis die Linienproduktion oder bis die Produktion noch getriggert wird, dauert das natürlich ein bisschen. Deswegen müssen wir einfach mal abwarten, ob wir jetzt hier tatsächlich eine Linienproduktion oder eine Liniennutzung triggern können. So, auch ihn hier, verlade Lebensmittel, los geht's. Wie sieht das denn hier mit unseren Linien aus? Okay, minus 50, minus 3,
Gut, dann mal schauen, ob wir jetzt hier. Ja gut, aber hier haben wir eigentlich schon ganz gut Mitfahrer. Das sieht echt gut aus. Die werden wahrscheinlich nur ein bisschen Zeit brauchen, bis sich das hier richtig lohnt. Das heißt, wir können uns jetzt erstmal hier auf die Güter konzentrieren. Ah, siehst du, hier haben wir die Produktion getriggert. Sehr gut, sehr, sehr gut. Das heißt, hier geht das jetzt los. Hier haben wir auch Produktion. Ne, noch keine Produktion, aber das wird auch noch. Sobald wir hier die ersten Güter transportiert haben, die ja jetzt auch unsere Linie benutzen, können wir hier die ersten Sachen abtransportieren. Und dann haben wir die Waren auch hier und können dann wahrscheinlich auch hingehen und eventuell hier den nächsten Verladebahnhof, dass wir hier die Güter hier hinbekommen. Oder setzen da nochmal einen zweiten Zug auf die Gleise, dass wir da gegebenenfalls auch noch weiter. So, verlade Lebensmittel gleich den nächsten. Dass wir hier eventuell dann noch einen zweiten Zug draufsetzen, hier das noch erweitern, der dann hier oben nach Frauenstein fährt, um die Güter da weiter zu transportieren. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Hier sind jetzt noch keine Sachen angekommen, klar. Aber hier warten schon die ersten Dinge. Ja, klasse. Das sieht doch ganz gut aus. 32, da wird sicherlich noch einiges produziert werden. Sodass wir hier jetzt, glaube ich, ganz gut hinkommen. Gut, hier müssen wir mal schauen, ob wir dann hier eventuell die Hauptstrecke von der loslösen. Aber das schauen wir dann mal. Oder ob wir hier dann noch näher, doch noch näher wieder oder hier weiter raufgehen und das hier dann wieder entfernen. Das müssen wir einfach mal gucken. Aber erstmal würde ich jetzt wissen, ob die hier auch sauber mitgenommen werden. Oh, hier ist auf jeden Fall schon einiges vorhanden. Das sieht doch schon ganz gut aus. Ja. Und da fährt er weg. Nimmt unsere Sachen mit. Das heißt, wir haben dann hier wahrscheinlich dann auch gleich die erste Produktion, sobald wir da Sachen angeliefert haben. Dann können wir hier das nächste einmal losschicken. Ja, nur dass wir die möglichst schon in gleichmäßigen Abständen hier haben. Das ist erstmal ganz wichtig. Und die nicht zu nah aneinander sind. So, wie sieht's hier aus? 16 Wartende. Oh, das sieht doch schon ganz gut aus. Hier warten auch jede Menge. 34, okay. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich doch relativ bald auch auf den zweiten Zug gehen, damit wir hier noch ein bisschen Kohle machen. Ansonsten dauert das wieder zu lange. Wir sehen ja auch, wir sind hier schon wieder im Minus. Naja, ich hoffe mal, dass wir hier noch einigermaßen glimpflich rauskommen aus der Sache. Sonst hätte ich einen neuen Rekord ins Minus kommen oder in den Ruin treiben aufgestellt. Das ist natürlich jetzt hier für eine erste Güterlinie auch sehr komplex, ne? Also das heißt, wir haben hier relativ viel investiert, um diese Güterlinie hier zu etablieren. Und ja, jetzt müssen wir erstmal warten, bis die Geld abwirft. Was hoffentlich bald sein wird. Mal gucken, wie viel wir jetzt hier dafür kriegen. Schauen wir doch mal. Ja Mensch, 81. Das ist nicht so schlecht. Ne? So, das heißt, wir haben jetzt hier die Güter liegen. Können wir auch gleich ihn hier, zack, auf die Strecke schicken. Der geht jetzt natürlich auch erstmal nach oben. Aber hier haben wir ja schon das erste Fuhrwerk, was jetzt hier wieder zurückkommt. Um dann die Sachen hier hin zu transportieren. Und jeder Transportschritt ist natürlich bares Geld für uns, ne? Ganz klar. So, dann können wir vielleicht auch dann demnächst. Wir müssen erstmal gucken, wie das jetzt hier mit den Finanzen weitergeht. Wir haben jetzt natürlich hier die letzten 2 Jahre viel Minus gemacht.
Und da müssen wir jetzt mal schauen, dass wir dann hier auch mal ein bisschen Plus reinkriegen. Ne? Das heißt, die Güter hier auch wegtransportieren. Der kann 4 laden. Ne? 4? Ja, 4. Gut, dann müssen wir mal gucken. Das dürfte eigentlich ganz gut hinkommen. Vom Timing des Zuges und der Fuhrwerke. Hier kommt das zweite jetzt schon wieder zurück. Vielleicht müssen wir ja nochmal das eine oder andere weiter mit auf die Strecke nehmen. Dass wir die Sachen auch rechtzeitig abtransportiert bekommen. So. Die brauchen Lebensmittel. So, und dann können wir nämlich hier, ja, weiß ich nämlich auch schon, können wir hier die nächste Güterstrecke planen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Dann können wir nämlich hier irgendwo einen Güterbahnhof noch einbauen. So hier an der Seitenstrecke. Und dann können wir hier auch die nächsten Güter hintransportieren von hier oben. Weil wir produzieren ja hier dann Lebensmittel und die können wir dann nach hier unten transportieren. Ich denke, das ist so der nächste logische Schritt. Aber wie das weitergeht, liebe Leute, sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.